Die Spannung steigt. Wenige Tage vor dem wichtigen DFB-Pokalspiel gegen den BFC Dynamo Berlin zeigt sich die Mannschaft der Roten Teufel konzentriert und in guter Verfassung. Düster sah es aus über Platz 4. Die ersten Vorzeichen für ein schweres Spiel? Ja, ich denke, das ist für die auch so mit dem Spiel des Jahres. Ich denke, dass die sehr, sehr heiß in das Spiel gehen werden, aggressiv und versuchen natürlich, uns ein Bein zu stellen in unserem Ziel. Aber ich denke, der Trainer hat uns die Woche über gut darauf eingestellt, dass wir da mit der richtigen Einstellung nach Berlin fahren und das Spiel auch gewinnen werden. Der Kampf um die Stammplätze geht in die heiße Phase. Trainer Marco Kurz hat die Qual der Wahl. Tobias Sippel oder Kevin Trapp? Bessere Chancen darf sich Kevin Trapp ausrechnen. Der junge Keeper wurde vor wenigen Tagen in den Mannschaftsrat gewählt und war letzte Saison fehlerlos. Ja gut, ich hoffe natürlich, dass der Trainer mich aufstellt. Ich habe versucht, die Vorbereitung über ihm zu zeigen, dass ich da wieder in die Startelf will. Ich denke, meine Leistungen waren ganz akzeptabel. Ich denke, ich kann mir nichts vorwerfen und hoffe natürlich, dass der Trainer dann für mich letzten Endes entscheidet. Auf der Innenverteidigerposition kämpfen Matze Abel und Martin Amedik um den Platz neben Rodney. Gegen Nancy konnte Amedik punkten. Nach Eckball von Neukapitän Christian Tiffert war er es, der im Testspiel gegen den AS Nancy zum 2:0 einköpfte. Nach ruhenden Bällen strahlte der Blondschopf ein.